Moin moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Gesprächsrunde mit eurem Frank. Dank der Angel habe ich jetzt natürlich endlich einen Namen bekommen. Und auch wieder mit unserem gütsten anderen ja, Moderator, nicht direkt, aber Videoverantwortlichen, sagen wir es mal so, der UKK. Grüß dich. Auch nochmal von mir ein herzliches Moin Moin an alle da draußen. Ich denke mal, man kann schon so ein bisschen hören, wir beide sind der unglaublichen, wir wissen es nicht, ob die Schweinegrippe ist, aber auf jeden Fall der Grippe erlegen. Deswegen haben wir momentan eine kleine Schwierigkeit, damit unseren Video-Upload-Plan einzuhalten. Und um es kurz zu machen, die zukünftigen Videos, sage ich mal, ab Samstag wird ja die neueste Evoland-Folge kommen, genauso wie dann heute noch der Livestream. Das wird quasi alles erstmal bis auf Weiteres ausfallen, solange bis wir wirklich zu 100% wieder total kuriert sind. Und hoffen wir mal, dass ihr das soweit verstehen könnt. Ich hau mich erstmal in die Falle, den Rest erzählt euch die UKK. Haut rein. Genau, hau du dich erstmal aufs Ohr, ich übernehme dann den Rest hier. Also wie er schon gesagt hat, soweit die ganzen folgenden Projekte, so wie heute eben der Livestream, fällt erstmal aus, bis auch alle weiteren Projekte für fast die gesamte nächste Woche. Ich nutze ja immer das Wochenende, um die Videos soweit vorzuproduzieren für die kommende Woche. Das heißt, da ich ja jetzt dieses Wochenende das höchstwahrscheinlich nicht mehr auf die Reihe bekomme, wird das nächste, was ihr sehen werdet, sein Evoland, dann für nächsten Samstag, genau, für jetzt den kommenden. Und sollte allerdings noch irgendwas dazwischen kommen, dann könnt ihr das entweder bei mir übers Forum oder über meinen Twitter-Account quasi mitbekommen, weil da sage ich euch definitiv immer Bescheid. Ob ich nochmal ein extra Infovideo nur deswegen mache, weiß ich nicht. Deswegen, falls ihr wirklich hundertprozentig Bescheid wissen sollt, entweder auf Twitter oder im Forum nachschauen. Beide Links sind unten in der Videobeschreibung. Ansonsten, ja, man kann es halt schon an der Stimme hören. Dass wir jetzt momentan nicht so auf dem Damm sind, weiter Videos zu produzieren. Und da scheint ja jetzt so eine deutschlandweite Grippewelle wieder zu sein, die rumgeht. Deswegen hoffe ich mal, dass es so wenig, am besten gar keinen von euch da draußen erwischt hat. Falls doch, dann tut alles Mögliche, um euch wieder aufzupäppeln. Trinkt schön warmen Tee hier. Folgt meinem Paradebeispiel. Und weiß nicht, gibt auch schöne Alternativen, wie zum Beispiel Kräuterbad, das wirkt sagenhaft, sage ich, ist wirklich so. Auf jeden Fall haltet euch fern von dem ganzen Tablettenmist hier, wie Antibiotika oder so. Gebt euch das wirklich nur für die Notfälle auf. Und für alle von euch da draußen, die nicht krank sind, tut alles Mögliche, um auch nicht krank zu werden, weil gerade bei der Zeit, wo das hier immer warm-kalt wird, das ist extrem gesundheitsanfällig für Leute, die ein schwaches Immunsystem haben. Aus dem gleichen Grund haben wir jetzt auch erstmal die neuen Löcher den Keks-Fragen nicht mit in die Episode jetzt hier mit aufgenommen. Wir haben schon wieder genügend, dass wir es eigentlich hätten machen können, aber ich will meine Stimme nicht so allzu sehr reizen, dass ich dann wieder dazu imstande bin, nächste Woche wieder voll durchzustarten. Von daher, an alle von euch, die draußen auch krank sind, wünsche ich vom Grunde, vom Herzen alles Gute und alle gute Besserung. Ansonsten allen anderen, dass er lange möglichst gesund bleibt und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im nächsten Projekt, was auch immer als nächstes ansteht. Mit eurer UKK, mit eurem Frank. Tüdelü.